Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Berghuhn. Heute soll es darum gehen, euch mal zu zeigen, welche Winterbekleidung wir zum Radfahren verwenden. Viel Spaß bei diesem Video. Also, in dem Video wollen wir uns anschauen, was man so braucht an Kleidung zum Radfahren bei Kälte, bei Minusgraden. Ja, wovon reden wir denn hier überhaupt? Punkt 1 ist, wir sprechen vom Winter und Winter ist bei uns wirklich dann Frostgrade, also nicht mehr über 0 Grad, sondern wirklich Frost unter 0, einstellig allerdings. Wir wollen hier keine Expedition machen. Davon gehen wir erstmal aus. Zweiter Punkt, von dem wir ausgehen, wir fahren hier nicht Offroad durchs Gelände, irgendwelche wilden Pfade in der Wildnis, sondern wir sind schon in der Zivilisation unterwegs. Auf geräumten Radwegen, Straßen sind wir unterwegs, aber eben auch durchaus sportlich und von der Dauer her so 2 bis 3 Stunden, also schon eine richtige Radtour. Tja, was brauchen wir da? Bevor wir mit der Frage anfangen, machen wir eine viel wichtigere Frage. Und zwar, worauf kommt es überhaupt an bei der richtigen Auswahl der Winterkleidung? Punkt Nummer eins ist, nicht schwitzen. Das klingt jetzt erstmal banal oder verrückt, wenn man sagt, es ist doch kalt, 5, 6 Grad minus, vollkommen richtig. Allerdings ist die Gefahr immer groß, dass man im Winter sich am Anfang viel zu warm anzieht. Ihr seht schon, ich bin jetzt auch warm angezogen, stehe jetzt hier vor der Kamera, es ist recht kühl, es ist zwar Frühling, aber noch ein kühler Tag. Wenn ich nur rumstehe, muss ich mich natürlich wärmer anziehen. Wenn ich mich aktiv körperlich bewege, muss ich mich dünner anziehen. Also nicht zu viel Kleidung. Punkt 2, wir brauchen eine gute Atmungsaktivität. Es nützt gar nichts, wenn ich zwar nicht zu warm angezogen bin, mich an sich schon richtig schön wohlfühle, allerdings die Kleidung nass schwitze, weil der Wasserdampf nicht nach außen weg kann. Also das wäre der zweite Punkt. Gute Atmungsaktivität. Punkt Nummer 3. Das Zwiebelschalenprinzip. Man sieht schon an dem, wie ich jetzt hier vor euch stehe. Ich habe unterschiedliche Jacken an, das stelle ich gleich vor. Das muss man auch mal beachten. Es ist besser, mehrere dünne Schichten zu kombinieren, anstatt nur ein oder zwei richtig dicke Jacken übereinander anzuziehen. Wieso? Ganz einfach, zwischen den Schichten kann sich immer ein bisschen Luft erwärmen und damit ist es angenehmer. Wenn es mir zu warm ist, kann ich einfach was ausziehen. Das ist ein nächster, sehr wichtiger Punkt. Weiter geht's. Ich fange an hier mit den Handschuhen. Also, wir haben auch verschiedene Handschuhe dabei, die ich wechseln kann. Bei einer längeren Tour, eben von 2 bis 3 Stunden, meistens 2 Paar, ein dickeres und ein dünneres. Wenn es mir ein bisschen zu warm wird, ziehe ich sofort das dünnere an, damit ich das wärmere nicht durchschwitze. Wird es wieder zu kalt, kann ich wieder zurückwechseln. Nächster Punkt sind die Schuhe. Und zwar, man braucht richtige Winterschuhe. Also, wir reden hier nicht mehr von, wir fahren so bei 0 Grad und dann wirklich bei Frost und da hilft alles nichts. Man braucht richtige Winterschuhe, richtige Winterradstiefel. Und das ist der entscheidende Unterschied zu, ja, so Übergangslösungen. Also, nächster Punkt. Jetzt geht es um den Kopf, ums Gesicht. Wenn es sehr kalt ist, gibt es diesen berühmten Windchill-Effekt und der wird umso extremer, je stärker der Fahrtwind ist. Und wenn es richtig Frost hat, dann kann es ganz extrem sein, dass man sogar Erfrierungen im Gesicht bekommt. Deswegen ist es wichtig, sich das Gesicht zu schützen, am besten mit einer Sturmhaube, man sagt auch Balaklava dazu, oder auch unter Umständen eine Skibrille, dass man die Augen schützt vor dem kalten Fahrtwind. Das würden wir immer empfehlen. Und wenn Haut noch frei ist, dann die mit einer wirklichen Fettcreme einschmieren, dass es nicht zu schnell austrocknet und man nicht eben oberflächliche Erfrierungen bekommt. Nächster Punkt. Die Frage ist immer, was soll man anziehen? Kunstfaser oder lieber was Natürliches, Merino-Wolle? Wir haben beides ausprobiert. Es gibt für uns nicht das eine, wo man sagt, das passt für alles. Man muss es selber testen, was einem angenehmer ist. Wir finden eher Merino-Wolle angenehmer, wenn man ein bisschen langsamer fährt und nicht so intensiv unterwegs ist, nicht so sehr schwitzt, dann trägt sich das besonders angenehm. Wenn man etwas mehr schwitzt, ist Kunstfaser ein bisschen besser, hat aber den Nachteil, es stinkt auch schneller. Also Merino ist da ein bisschen angenehmer, weil es auch gut noch wärmt, selbst wenn es feucht ist, also Merino wohlgemerkt. Okay, letzter Punkt, jetzt sind wir eigentlich wieder beim Anfang, nicht zu schnell fahren. Also, wer die Intensität sehr erhöht im Winter, der fängt wieder an zu schwitzen, das war ja unser Eingangsstatement. Und wenn man anfängt zu schwitzen, ist es im ersten Moment zwar schön warm, aber dann wird es mal anschließend nass und dann wird es kalt. Und dann hat man echt ein Problem, wenn man keine große Wechselbekleidung dabei hat, dass man alles umtauschen kann, ausziehen kann und sich trockene Sachen anziehen kann, fängt man an zu frieren und das wäre wirklich schlecht. Deswegen lieber 2 Gänge zurückschalten, viel langsamer fahren, als man es im Sommer gewohnt ist und trocken ankommen. Okay, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der Kleidung im Detail. Okay, ich fange oben an. Das ist meine Mütze. Das ist jetzt eine Windstoppermütze, das heißt, hier hat so eine Membrane drin. Außen ist es ein Vlies, innen auch. Und was ich da ganz gut finde, die passt unter den Helm drunter. Sie setzt natürlich auch einen Radhelm auf.
Die ist komplett umlaufen mit einem Windstoppermembran und an den Ohren, das sieht man hier so ein bisschen, haben wir so ein paar Löcher drin. Da ist diese Membran durchlöchert, dass man ein bisschen mehr hört und nicht so raschelt am Ohr. Finde ich sehr angenehm. Das ist etwas, was mir allerdings alleine getragen noch zu kalt wäre. Kommen wir zum nächsten Punkt. Unten drunter setze ich eine Sturmhaube auf, auch Balaklava genannt. Man sieht schon hier, wo meine Hand jetzt meinen Finger rausguckt, da wäre normalerweise mein Gesicht drin. Die kann ich komplett über den Kopf drüber ziehen und unter die Mütze. Und damit habe ich quasi zwei Lagen übereinander. Was ist jetzt das Besondere an dieser Sturmhaube? Die ist aus Vlies, die ist ohne Windstopper. Wir haben auch mal mit Windstopper ausprobiert. Die hat uns gar nicht so gut gepasst. Die lag sehr steif an am Kopf, hat ein bisschen gedrückt. Das ist super weich, super angenehm. Und die Windstoppermembran habe ich ja oben drin in der Mütze. Deswegen brauche ich hier nicht unbedingt nochmal die Windstoppermembran. Das wäre vielleicht nötig, wenn man bei noch kälteren Temperaturen unterwegs ist. Aber zur Erinnerung, wir machen keine Arktis-Expedition. Man kann sich das bis unter das Kinn ziehen oder komplett übers Gesicht, dass wirklich bloß noch die Augen rausschauen. Zusätzlich passt dann noch vorn drüber die Skibrille. Also das ist dann wirklich sehr schön warm. Wenn das noch nicht reicht. Letzter Punkt, ein schöner Schlauchschal aus Merino-Wolle hat den großen Vorteil, wenn ich den am Hals trage, dann ist es richtig schön warm. Also dann habe ich unter Umständen drei Lagen übereinander an. Das ist sehr angenehm. So, jetzt seht ihr hier ganzen Stoßkleidung vor mir. Jetzt fange ich mal am Körper an. Erste Schicht, wenn ich es mit Kunstfaser mache, ich lege es kurz zur Seite, dass ihr es schöner sehen könnt. Erste Schicht wäre ein Unterhemd, kurzärmliches. Das liegt sehr nah am Körper an, finde ich immer ganz wichtig, egal ob Kunstfaser oder Merino, dass es nah anliegt, dass der Schweiß gut transportiert wird. So, Schicht Nummer 2, ein Longsleeve, auch wieder Kunstfaser mit einem Reißverschluss. Da liegt der Kragen schön an, das finde ich immer sehr wichtig, dass es gut abschließt. Das ist auch ebenfalls sehr körperbetont geschnitten, dass es eben den Schweiß gut abtransportieren kann, dass die Feuchtigkeit raus kann. Schicht Nummer 3. Jetzt kommen wir zum Vlies. Also man kann hier auch was anderes verwenden, das zeige ich gleich. Das ist aber wirklich was gewesen, was ich bei 8 Grad minus und 3 Stunden Fahrt problemlos tragen konnte. Relativ dickes Vlies, ebenfalls mit Reißverschluss vorne am Kragen, dass man es aufmachen kann für ein bisschen mehr Belüftung, wenn es wirklich zu warm mal sein sollte. Und dann kommt oben drüber die letzte Schicht und die habe ich hier schon an, so wie ich vor der Kamera stehe, nämlich das ist diese Jacke hier. Das ist eigentlich eine Wanderjacke und jetzt drehe ich mich mal um, dass man das Ganze sieht. Die ist relativ lang. Die ist sehr atmungsaktiv. Das ist eine Softshelljacke, sprich die hat eine Windstoppermembran drin. Und was sie noch hat, was ich super finde, unter den Ärmeln, man sieht es hier, sind so große Reißverschlüsse. Ich habe die sogar schon offen gehabt bei der Fahrt hierher. Links und rechts, die kann man komplett aufmachen, wenn man möchte, also bis unten runter. Damit habe ich hier unten, wenn ich zum Schwitzen anfange, eine sehr gute Belüftung. Zugleich habe ich eine Kapuze, also wenn ich jetzt wirklich ohne Helm fahren würde, könnte ich die auch noch aufsetzen und ja, dann bin ich am Kopf noch mal wärmer, wenn eben sehr viel Wind geht. Finde ich sehr angenehm. Was ich jetzt hier anhabe, aber nicht ausziehen werde, weil sonst wird es mir zu kalt, ist eine Primaloft-Jacke. Die habe ich auch ausprobiert, die ist mir sogar zu warm bei den vorher genannten Temperaturen, fange ich an zu schwitzen. Ich habe es ausprobiert, ich bin wirklich bei 8 Grad minus so gefahren, hatte unten drunter die Schichten, die ich gerade vorher gezeigt habe und war komplett nass geschwitzt. Also da ist mir die ist mir zu dampfdicht. Deswegen habe ich sie nass geschwitzt und die fand ich jetzt gar nicht so angenehm. Die würde ich eher anziehen, wenn ich mich nicht so sehr bewege, also nicht so aktiv bin und weniger schwitze. Dann ist sie wiederum sehr warm oder umgekehrt, wenn es extrem kalt wird. Nächste Variante. Statt Kunstfaser geht natürlich auch Wolle bzw. Merino. Das trägt sich einfach angenehmer als reine Wolle. Hier ist einfach ein T-Shirt aus schöner Merino-Wolle. Trägt sich sehr angenehm, ist auch relativ warm, relativ dickes Material. Also sogar noch ein bisschen wärmer als diese Kunstfaser-Variante. Und dann ein Longsleeve. Das ist ähnlich warm, das ist sogar relativ dünn, aber schön lang und mit langem Kragen oben. Das finde ich immer super angenehm. Eng geschnitten, also mir passt perfekt, liegt super am Körper an. Und das wäre quasi die zweite Schicht. Also ich könnte genauso gut dieses Merino verwenden. Dritte Schicht wäre dann wieder Vlies und vierte, so wie hier, diese Jacke. Damit wäre ich am Oberkörper fertig. Jetzt schauen wir uns den Unterkörper an, sprich die Beine. So, Variante 1. Also jetzt fangen wir mit den Beinen an, mit der Hose. Das ist eine lange Radhose mit Sitzpolster. Das finde ich immer angenehm, gerade wenn man länger fährt. Und der Vorteil bei der Hose ist, die ist innen gefüttert, die ist aufgeraut. Also ein leichtes Vlies, man sieht es eigentlich hier ganz schön. Glaube ich, auf der Kamera. Nicht allzu dick,
hat auch keine Windstoppermembran, außer im Gesäßbereich. Da ist es wieder recht angenehm und das brauche ich auch nicht, weil das ist nicht meine einzige Schicht. Diese Hose, wenn ich sie jetzt so anziehe, wie sie hier wäre, würde mir reichen bei ungefähr 12 Grad Celsius plus. Sonst wird es mir zu kalt, wenn die Temperatur sinkt. Also kombiniere ich das Ganze noch und zwar mit einer MTB-Überhose, einer langen. Das schauen wir uns jetzt an. Weiter geht's. Wir haben die Überhose, das ist jetzt eine MTB-Hose. Die hat den großen Vorteil, die ist aus einem Windstoppermaterial. Das heißt, ich brauche bei der Unterhose, die ich drunter habe, bei der langen Radhose in dem Beispiel, keine Windstoppermembran, weil die habe ich ja schon hier oben. Dafür die untere Hose, die ich trage, eben trägt sich sehr angenehm, ist sehr weich. Die ist ein bisschen steifer vom Material, das stört aber nicht. Liegt trotzdem gut an, ist so locker geschnitten, dass die andere Hose gut drunter passt und trotzdem noch eine Luftschicht da ist. Also wärmt die extrem. An sich so getragen wäre die mir viel zu kalt im Winter. Nur die andere Hose wäre auch zu kalt, aber in der Kombination, wie gesagt, bis minus 8 Grad hatte ich auch bei 3 Stunden keine Probleme, solange ich mich halt noch bewege, logischerweise. Was die jetzt noch hat, was ich total super finde, hier im Gesäßbereich, man sieht den Bereich, der ein bisschen dunkler ist vom Material, hier ist so ein wasserfester Einsatz und das sieht man daran, da ist ein anderes Material. Innen sind diese Nähte hier getaped, das sieht man eigentlich hier ganz schön und damit ist die Hose eben hier wirklich dicht. Finde ich super, wenn man es eben zum Mountainbiken auch verwenden möchte. Was die jetzt noch hat, man hat 2 Taschen hier vorne. Gut, das ist angenehm, müsste vielleicht gar nicht unbedingt sein, aber das eigentlich Entscheidende ist, dass man hier vorne nochmal einen Reißverschluss hat. Das ist direkt am Oberschenkel und das ist sehr, sehr angenehm, weil dann hat man hier extra nochmal eine Belüftung, wenn es doch mal zu warm ist. Und das macht wirklich einen Unterschied, auch wenn der nicht riesig ist, der Reißverschluss. Gibt es links und rechts. So, und jetzt schauen wir uns die Schuhe an. Das ist ein richtiger Winterstiefel. Dazu gibt es einen eigenen Testbericht, ist in Kürze auf unserer Webseite, unserem Blog verfügbar. Also ich packe auch unten den Link rein, könnt ihr euch das angucken. Ich stelle ihn jetzt nicht im Detail vor. Der ist jedenfalls richtig für Frosttemperaturen gedacht, der ist wasserfest und vor allen Dingen ist er wirklich warm gefüttert. Und das braucht man, vor allen Dingen, wenn man noch mit Cleats fahren möchte. Also sieht man auch hier, da kann man auch mit SPD-Pedalen fahren und dann braucht man einfach eine warme Sohle, man braucht insgesamt einen warm gefütterten Schuh. Der ist wasserdicht, hat einen hohen Schaft und man kann hier vorne sogar, wenn es ganz extrem würde, man sieht ja so einen Haken, eine Gamasche wie beim Bergstiefel einhängen, wenn man im tiefen Schnee unterwegs ist. Was man jetzt noch dazu braucht, das wäre dann so ziemlich das Letzte, sind dicke Socken. Und zwar habe ich jetzt richtige Wollsocken dabei, die sind sehr lang, gehen bis unter das Knie runter. Also das sind richtig lange Wollsocken, die sind sehr warm. Und eben jetzt kein Kunstfaser, sondern Wolle, einfach weil es sich angenehmer trägt. Kommen wir zum Letzten, die Hände. Also ich habe hier so mitteldicke Handschuhe, das sind welche sogar mit einer Gore-Tex-Membran, sprich die sind auch wasserdicht. Hat natürlich den Vorteil, wenn es mal ein bisschen nasser ist, so um 0 Grad, dann wird man nicht so schnell nass, ist angenehm. Ich brauche die gar nicht so super dick, habe ich festgestellt, wenn ich mich aktiv bewege, friere ich gar nicht so extrem. Allerdings können die mir auch mal zu warm werden, wenn ich länger unterwegs bin oder es geht bergauf. Dann nehme ich dünnere Handschuhe und zwar sind das welche mit einer Windstoppermembran. Also sie sind nicht wasserdicht, sondern nur windabweisend, relativ dünn von der Polsterung, haben aber, das ist, finde ich auch wieder sehr wichtig für die Ergonomie, ein schönes Polster hier auf der Innenhand, tragen sich für mich sehr angenehm. Also mit denen fahre ich wirklich gerne. Jo, jetzt sind wir fast fertig, noch nicht ganz. Ich zeige euch noch eine zweite Jacke, die ich an sich gut finde, aber ich erkläre auch gleich, warum ich sie nicht anziehen würde. So, jetzt sind alle geblendet, weil es so leuchtet. Das ist eine Winterradjacke oder dickes Trikot, wenn man so will. Ich kann die hier mal aufmachen, um das zu zeigen, so ein bisschen. Also die ist innen angeraut mit so einem Vlies komplett. Und was sie auch hat, eine komplett umlaufende Windstoppermembran. Hinten gibt es sogar, wie bei einem Trikot, 3 große Rückentaschen, was super angenehm ist. Und noch eine Quertasche mit einem kleinen Reißverschluss. Die ist toll an sich, hat viele Reflektoren und leuchtet ja richtig. Allerdings ziehe ich die gar nicht so oft an, wie ich gedacht habe, weil die ist mir im Winter ehrlich gesagt zu kalt. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, ist sie mir zu warm. Also die ist für mich nur in einem ganz schmalen Temperaturbereich wirklich gut und zwar so um 0 Grad. Dann ist sie perfekt. Sobald es kälter wird, ist sie etwas zu schlank geschnitten. Sprich, ich kriege nicht mehr genügend Schichten drunter, dass ich mich wärmer anziehen kann, eben nach dem Zwiebelschalenprinzip. Ist es zu warm? Fehlen mir hier
Schlitze oder irgendwelche Reißverschlüsse zur Öffnung, dass ich mehr Belüftung habe. Also dann schwitze ich extrem drinnen und bin nach kurzer Zeit nass geschwitzt und das passt dann überhaupt nicht. Deswegen ziehe ich die tatsächlich viel weniger an, als ich gedacht habe. An sich, von der Passform her, wäre sie aber sehr gut. Jo, ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen zum Winterradfahren und was wir so an Kleidung anziehen dafür. Also wir, sage ich immer. Das war jetzt mein Beispiel, meine Kleidung, die ich euch jetzt im Detail vorgestellt habe. Was man auch ganz klar sagen muss, das Kälteempfinden ist sehr verschieden. Manche Leute sind sehr empfindlich, die brauchen vielleicht ein bisschen dickere Schichten. Manche sind etwas abgehärteter als ich und brauchen weniger. Aber das muss man einfach ausprobieren. Aber mit diesen Prinzipien würde ich sagen, sollte jeder ans Ziel kommen und viel Spaß haben beim Winterfahren. So, jetzt würde ich sagen, bevor wir hier Schluss machen, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, gebt dem Video ein Like und wir freuen uns über positive Kommentare. Und damit bis zum nächsten Mal. Servus!